Na, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS2. Let's go. Dream Edge. Gerade bei Level 27, Alter. Nach 300 Kilometern, die wir gefahren sind. Deprimierend. Aber jetzt geile LKW-Digger. Ich hoffe, wir schaffen die 600 Kilometer noch in der Aufnahme jetzt in der Folge. Auf geht's. Noch ein Grund mehr jetzt rumzurasen hier. Ich meine, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie lange wir oder wie häufig wir diesen LKW jetzt verwenden werden. Ja. Weil ich würde schon auf lange Sicht doch lieber mit unserem Hatsune Miku LKW fahren. Ich meine, so, das ist ja so quasi so mein Markenzeichen, so. Und daher ist das eigentlich nur mal so einfach so just for fun. Weil wir es können und mal ein bisschen Abwechslung, so. Aber ich glaube, unser Standard-LKW wird das wahrscheinlich eher weniger. Wer weiß, vielleicht lackieren wir den sogar irgendwann mal um. Dass er dann auch den Hatsune Miku Skin bekommt. Dann haben wir einen zweiachsigen LKW mit dreiachsigen Auflieger mit Hatsune Miku Skin. Und dann noch halt einen vierachsigen LKW mit vierachsigen Auflieger mit Hatsune Miku Skin. Aber quasi ein Stadt-LKW. Und ein Heavy-Duty-LKW. Beide mit der Hatsune Miku Skin. Aber ich sag jetzt erstmal, den sieht ein bisschen schön aus, so. Warum sind da LKWs? Leute. Ey. Alles schlittig am Bumpfel sind immer so schräg. Verstehe ich gar nicht. Diese Kamera. Wer baut sowas? Ach ja, stimmt, wir fahren ja gar keine 500 Kilometer. Ist ja noch eine Schifffahrt zwischendurch. Das heißt, wir müssen uns vielleicht gar nicht so sehr beeilen. Ja, und ich glaube mal, ich werde mal die Radkappen anpassen. Das Neon ist mir definitiv zu giftig. Das ist einfach zu dominant. Das ist ja schon heftig. Holy Macawowli, wie man so schon sagt. Das ist El Diablo. Oh, wie ich den gerade angebumst habe. Ja, muss ich mein Rückspiegel neu ausrichten. Ach, siehst du, apropos. Ich muss mein Rückspiegel ausrichten. Dass mir das aber auch keiner sagt, Leute. Was ist los mit euch? Gucken wir mal hier so. So, Sitz einstellen, weiß ich gar nicht. Sitz fühlt sich erstmal so in Ordnung an. Lass ich erstmal so. Aber Spiegel einstellen, die auf jeden Fall. Zwei. So ungefähr so. Naja, machen wir mal. So, dass wir die ganze Stoßstange sehen. Ungefähr so. So, Seitenspiegel, so dass den LKW gerade so nicht sehen. Rechts genauso, weil wir da noch ein bisschen mehr machen müssen. Ungefähr so, I don't know. So, Weitwinkel rechts ist ganz nach außen. Oh. Und ganz nach unten. Und Weitwinkel links das gleiche. Oh, Alter, die Gamma. Nee, das ist zu weit außen. Das ist ja. Ich meine, ich bekomme dadurch noch mal ein bisschen mehr von dem toten Winkel. Wobei, nee, nicht wirklich. Okay. Gut, dann bleibt so, dass. Sagen wir mal so, dass ich den Auflieger nicht sehe. So, muss ich mal bei der 6 rein. Das ist einfach zu weit aus, dann sehe ich ja gar nichts mehr. Ungefähr so. Ah, siehst du.
Hat noch nicht gereicht. Spiel einstellen. Ja. Spiegel einstellen. Ja, das ist gut. So, mal schauen, ob wir 160 erreichen, ne? Also mit dem Getriebe sollte das eigentlich machbar sein. Das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben 17 Tonnen geladen. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit uns das nicht richtig die Rechnung macht. Na. Nee, ich glaube, viel mehr werden wir nicht mal beschleunigen. Schade eigentlich. Genau, mach die Spur frei hier. Das ist meine City. Wie der Auflieger rumschaukelt, Alter. Oder rumhüpft vielmehr. Wahnsinn, müssen wir wieder abbiegen? Ach, leg mich doch am Arsch. Ich will ja auf Geschwindigkeit kommen. Biege nach rechts ab. Los, fahr. Okay, ich brauche noch mehr PS. Mein LKW beschleunigt mir entschieden zu langsam. Du, stehen bleiben. Achso, du musst abbiegen. Und das da auch. Ah, lob ich dir. Bitte links halten. Nein, nicht hinten. Wer die eingestellt hat, muss unter Drogen gestanden haben. Jetzt hat die rote Ampel. Ach du Scheiß, die Wand dann. Hatte gehofft, wir bekommen keinen Schaden, aber. Oh, da vorne muss schon wieder stehen bleiben, Alter. Hat sich ja voll gelohnt. Schaut euch alle. Die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Mindestens hat mein LKW die beim Auto weggeschoben und mein Auflieger hat keinen Schaden bekommen. Sehr gut. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, da, ne? Ja. Thank you.
So. Na, vorne. Okay, lass uns eine neue Route finden. Dann. Guck mal, wie viele Kilometer wir jetzt noch vor uns haben. 860, geht ja voll klar. Immer geradeaus. Das ist ja gar nichts. Also zwei Sachen, die auf jeden Fall fehlen. Erstens Unterbodenbeleuchtung, klare Sache. So, jeder getünte LKW hat Unterbodenbeleuchtung, so, ist gehört dazu. Punkt. Bei Autos hier genauso. Ja. Und Nitro. Ja. Ich möchte Nitro haben. Nitro. Weil diese ist ja so eine langsame Beschleunigung hier, Alter. Hält sich am Kopf näher aus. Oh, und vorne kommt wieder Kreisverkehr. Och, Leute. Was wollt ihr mit euren hässlichen Kreisverkehren? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Am Kreisverkehr verzweifeln. Nimm diese Ausfahrt. Ich komme hier nicht mal dazu, den LKW auszufahren, auszureizen. Der ist aber ja schon noch hart in die Kurve gefahren, Alter. Da würde ich kein Passagier gewesen sein. Oh, hoffentlich kann ich jetzt mit meinem LKW ein bisschen ausfahren hier. Ah ja, wollte wieder Verkehr. Ich weiß, linke Spur ist frei, aber rechts ist sicherer. Weil ich brauche keine Angst haben, dass ein LKW einfach mal nach rechts zieht. Kann aber durchaus sein, dass irgendwann, dass, warum auch immer, er mal nach links zieht. Deswegen. Da können wir hier gleich Foto machen. Boah, Alter. hopp, reiter, wenn der Feld dann schreit da. So, Fotostudio, Fotomodus. Quasi-Modus. Der, was ist denn das Ding? Bin ich jetzt zu weit weg oder was? Ja, ich bin zu weit weg. Verdammt. Ja, ist nicht mehr da. Na gut. Geradeaus. Okay, wir haben schon wieder 155 drauf. Jetzt nur eine Schlag machen hier. Komm, ja, 160. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, und da vorne wird es wieder schwer mit überholen. Oh, ich will gar nichts mit überholen.
Na gut, zumindest die 162 haben wir erreicht. 163 konnten wir leider nicht schaffen. Die Ausfahrt rechts. Aber zumindest 162 hatten wir. Konnten wir so, oh, Ukraine. Konnten wir also unsere LKW schön ausreizen. Sehr nice. Biege nach rechts ab. Wie gesagt, viel mehr schafft der LKW nicht, egal wie leer er ist. Einfach aufgrund dessen, dass halt irgendwann der Motordrehzahlbereich zu Ende ist. Ah, das sind wieder richtig viele Kredite, ne? Eieiei. Hat sich eigentlich mittlerweile mal was bei unseren Arbeitgebern hier geändert? Nee, ne? Ah, doch! Endlich! Ich dachte schon. Hab leider schon die Hoffnung aufgegeben. Aber endlich ist er erwachsen geworden. Jetzt muss er nur noch alt werden. So. Achso, ich darf mal gucken hier. Prachtmarkt. Was gibt's denn von hier aus? Nochmal was Schönes, Kleines. Ja, das ist alles super klein. Ja, 10.000 klingt sehr klein. 200 Kilometer plus Schifffahrt wäre eine Option. Da fahren wir zwar wieder zurück, aber hey, drauf geschieselt. Noch kürzer. Das ist nochmal eine geile Strecke. Let's go. Los. Kann ich hier wenden? Ich kann hier wenden. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Käse. Wo muss ich hin? Ach hier. Oh gut, wir noch ein bisschen weiter rausfahren. Reicht das? Nee, ne? Das reicht nie im Leben. Ah, doch. Ich muss nur aufpassen, dass ich mit dem LKW nicht hängen bleibe. So cool aus. Das sieht doch cool aus. Fahrt vorsichtig. 1 Kilometer. Das ist so diese Mission, die man halt bekommt, wenn man gerade so mit ETS oder ATS gerade anfängt. So die von einer Stadt zur gleichen Stadt gehen, so diese Tutorial-Mission oder I don't know. Biege nach rechts ab. Und sagen wir mal ehrlich, so eine Mission würde echt niemand machen. Die würden die Pakete einfach manuell per Hand verschieben. So.
Dafür einen Spediteur anzuheuern, macht halt wenig Sinn. Biege nach rechts ab. Oh, der wartet sogar auf uns. Viel lieb von ihm. Wir sind heile angekommen. Ja, ne? Bei der langen Strecke, kommt vorstellbar. Wow. Die längste Mission der Welt. 1,4 Liter verbraucht. Was? Eine Stunde. Oh, guckt euch. 32 GP. Digga, wir sind reich. Hatte Gott das Recht fürs nächste Level. Ja, ich weiß ja nicht. So, erstmal was hier ist. Wir haben immerhin noch 10 Minuten. Das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen zu kurz. Ich meine, wie spät ist es? Es ist 21 Uhr. Ich würde mal sagen, machen wir doch das hier. Können wir mit der Fähre auch wieder ein bisschen pennen? So, kann ich hier hinten wenden? Sieht so aus, ne? Ja, doch, sieht gut aus. Oh, Obst. Cool. Die Lackierung kenne ich noch gar nicht. Von den Auffliegern da hinten. Cool. Wieso haben wir nie solche Auflieger bekommen? Ich will mal Geld zurückhaben. Aber jetzt habe ich genau die Strecke wieder zurück. Biege nach links ab. Jetzt wäre echt gleich da bleiben können. Die Mission gerade hat sich gar nicht gelohnt. Biege nach links ab. Vor allem lese ich hier natürlich falsch rum, ne? Ach, Kacke. Egal. Let's go. Ach, schon wieder nach da. Schön reinboxieren hier. Geht so sogar fast einfacher als hier rückwärts auf den Hof zu fahren. Ja, weil man hier immer sieht, wo man lang fährt. So. Das Problem ist halt, gerade wenn er halt rechts, also mit dem rechts rumfährt, aber rückwärts, dann siehst du halt den Auflieger nur in dem Rückspiegel. Das heißt, entweder das Problem, dass der Auflieger so weit gerade ist, dass du ihn halt so wie jetzt kaum siehst. Gut, das liegt jetzt an meiner Spieleinstellung. Oder aber vor allen Dingen, wenn der Radius so eng ist, dass der LKW rechts, der Auflieger rechts rausgeht. Ich meine, gut, dann kannst du vielleicht auch gucken, dass du schnell mit deiner Hand den Spiegel so verstellst, dass du ein bisschen weiter nach rechts gucken kannst. Aber ist halt trotzdem immer schwierig. So. Oh, das wird eine Nachtmission. Lass uns loslegen. Alter, warum hat die immer so viel Sexappeal in ihrer Stimme? Das ist doch schlimm, Alter. Ist das hier ein Porno oder was? Lass uns loslegen. Oh, auf kommt das Auto her! Ey! Der Auflieger ist neu! Ein schöner Auflieger. Den habe ich gerade mit einem Edding schön lackiert. So eine Frechheit. Biege nach links ab. Warum ist überhaupt Verkehr, Leute? Meine Stadt. Das ist alles meins. Alles, was ihr seht, ist meins. Digga, selbst nachts leuchten diese Schraubkappen. Digga, ey, die leuchten wirklich. Die haben gerade geleuchtet. Wir waren gerade weg von der Laterne und die haben trotzdem geleuchtet. What the fuck? Hey, guckt mal, die leuchten. Die leuchten? What the hell? Warum leuchten die? Das war immer mal. Warum hat gerade ein bisschen Angst? Alter, wie die halt leuchten. Selbst das Weiß, was hier ist, ist dunkler als das. So, wie kann, also ich meine, ne, hätte sein können, dass einfach die Reflektierung ein bisschen blöd ist
Und einfach, weil das so viel heller ist als das, dass es aussieht, wie als wenn es leuchtet. Aber selbst das hier wird dunkel. Aber das hier nicht. Guck mal jetzt hier. Ah, so geht so ein bisschen, ne? So noch ein bisschen, ne? Aber das sieht aus, als wenn es richtig leuchtet. Amanakäum. Das ist nicht mehr normal. Holy shit, ey. Da brauche ich ja keine Beleuchtung mehr, Alter. Ah. Die Schraubkappen sind fast heller als das Licht. Easy. Brauche ich da gar nicht mehr. Kann ich Akku sparen. Das ist ja verrückt, ey. Ich glaube, den Farbwert muss ich mir mehr merken. Ist ein cooler Effekt. Gefällt mir. Alter, wie die Leute. Alter, kannst du mir erzählen, was du willst, die Dinger leuchten? Das ist keine Reflexion vom Licht oder sowas. Das ist einfach literally die Dinger leuchten. Ist das krank. Hätte so wie dieses nicht fluoreszierende, oder? Doch ist das Fluch? Also hier diese Uhren, die im Dunkeln, also die man halt auflädt mit Licht, aber wenn es ja dunkel wird, dann diese Zeiger leuchten. Genau sowas ist das hier gerade. Original. 1:1 dieser Effekt. Ist das geil. War nicht gewollt, aber... Ich glaube, die Dinger... Ich glaube, ich lasse sie doch so. Das ist ein sehr cooler Effekt. Holy shit. Ich glaube, diesen Farbwert muss ich mir erstmal Copyright schützen lassen. Boah, Alter. Kann sein, dass ich gerade weniger Last habe. Ich fahre auf einmal so schnell. Und ja, lasst euch nicht täuschen, die 116,60 haben wir gerade nur erreicht, weil bergab. Wow. Was ist da vorne los? Achso. Unfall. Dachte schon, jetzt ist wieder so eine Umleitung. Oh, hier wird es wieder enger. Da ist das nicht so cool. Oh, mal das rote Auto weggedrängt. Ey, hier mit diesen gelben Laternen sieht es richtig geil aus. So, schaffen wir das frei. Haben wir mal eine Lichtlupe hier. Ey, hier bin ich. Ey, boi. Ja, da vorne schon wieder Kreisverkehr. Aber hohe Licht. Kann man hier Lichter machen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Oh, fahr doch mal, Junge. Sonntagsfahrer hier. Oh, da vorne ist schon der Hafen. Überholen kann ich nicht, da kommt ein Auto. Ja, doch. So, hier ist es richtig dunkel. Ja? Also, dunkel als hier geht es nicht. Und Tropfen, das ist doch... Ich meine, gut, hier das weiße sieht man auch noch. Aber das ist doch gefühlt heller als das, oder? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie angestrahlt wird oder so. Ich meine, von was? Selbst... Ja, ich weiß nicht. Also... Entweder ist das ein Berechnungsfehler von dem Spiel selber. Oder ist wirklich so gewollt. Dass es da so einen bestimmten Farbbereich gibt, dass wenn man
bestimmten Bereich von RGB-Werten eingibt, dass die Dinger dann automatisch beleuchtet werden. Weil ist mir so noch nie aufgefallen. Das ist ja... Das ist schon extrem. Wie gesagt, nicht gewollt, aber ich lasse es auf jeden Fall so. Sehr geil. Richtig viel Sprung gerade. So, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen nach geradeaus, geradeaus, Paldiski, blablabla. Zum Ballermann. Kein Problem. So, 9 Stunden. Damit müsste es wieder morgen sein, ne? Donnerstag, 9 Uhr. Ja, siehst du, easy. Ausgeschlafen müssen wir auch wieder sein. Geil. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch an der Tankstelle vorbei und dann sind wir wieder topfit. Für die nächste Aufnahmesession dann irgendwann mal. Demnächst rechts abbiegen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ist überhaupt eine volle Tanke? Nee, ne? Sad life. Gut, da vorne ist der Tanker. Mal gucken, ob wir noch eine günstigere. Ne. Ne, ist die einzige Tanke weit und breit. Gut, dann fahren wir bei der mal kurz vorbei. So. Oh, Vollgas der Headspring überlänge. Ja. Ja gut. Der bloß noch 100 Kilometer. Die schaffen wir schon. Wir haben aber jetzt in der gesamten 8 Folgen keinen einzigen Zug gesehen, ne? Immer geradeaus. Diese Aufnahmezeichnung war komplett zuglos. Das ist doch Betrug an der Menschheit. Könnt ihr doch erzählen, was ihr wollt. Biege nach links ab. Meine tägliche Dosis an Zügen wurde nicht erfüllt. Bleibt doch mal stehen jetzt hier. Wow, wir haben schon wieder fast 90.000. Ach klar, weil wir geschlafen haben. Das ist wahrscheinlich zu 90% unsere Kollegen. Ich meine, unseren letzten Auftrag, da haben wir was? Ein paar Euro bekommen? Biege nach rechts ab. Da war, glaube ich, nicht mal 1000 Euro bekommen oder so. War irgendwie 200 oder 600, irgendwie so. Naja, mach mal hin, rechts ab. Leute, ich hab grün. Wie die hier alle drängeln, Alter. Was ist denn los mit denen? Guck mal, weil die so drängeln, deswegen muss ich auf der anderen Spur hier fahren. Unverschämtheit. Bitte links halten. Also, ich müsste die alle verklagen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Straßen. Doch. Was mir gerade auffällt, jetzt wo die Folge vorbei ist, wir fahren die ganze Zeit ohne Musik. Well? In der letzten Folge hatten wir auch schon keine Musik, ne? Wobei das ein bisschen geplant war. Wow, du Scheiße. Aua. Das hat weh. Aber da merkt man mal wieder diese Alpha-Wende. Ich meine, normalerweise wärst du hier hochgeflogen. Aber stattdessen fährt man einfach nur gegen eine Alpha-Wand. So. Sad life. Aber gut. Ist halt so. Wo war ich gerade? Ja, genau. Vorige Folge hatte ich auch keine Musik, aber das war ein bisschen geplant. Weil wir da ja den LKW gekauft hatten und den Auflieger. Aber diese Folge war eigentlich nicht geplant. Naja. Wie viel Gewicht haben wir eigentlich geladen? Auch 4 Tonnen.
Ja gut, das erklärt einiges. Ah, vorne schon wieder zweimal Kreisverkehr? Auch Leute. Ich versuche hier einmal schnell zu fahren. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also jetzt muss ich jetzt einfach geradeaus weiterfahren. Nimm diese Ausfahrt. Na, jetzt auch wieder ein Huckel. Kann ich auch nicht drüber fahren. Ach, so alles Kacke hier, ey. Betrug an der Menschheit. Selbst am Tage leuchten diese Radkappen. Was ist los mit denen? Immer geradeaus. Das ist einfach so falsch. Demnächst rechts abbiegen. Ich habe genau gesehen, sie hatten grün. Das Gras war grün. Ja. Da, Züge. Rechts Züge. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, Züge. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, da vorne. Wow, da war eine richtig geile Lok da vorne dran. Ey! Biege nach links ab. Oh, das ist eine coole Lok. Das ist eine fucking Ludmilla. Das ist genau die Art von Lok, von der ich über geredet habe, wenn ich von Ludmilla gesprochen habe. Gut, die in Deutschland, die war natürlich in Rot unterwegs, weil, naja, Deutsche Bahn und so, ist halt rot und so. Aber, gut, und die sah auch etwas anders aus, war wahrscheinlich ein anderes Modell. Aber das Grunddesign, 1:1 genau das. Oder einfach mal links die Schnauze halten. Biege nach links ab. Noch mehr Züge. Oh, ich liebe diesen Ort. Ja. Das ist mal wieder ein gelungenes Ende der Aufnahmesession. Gefällt mir sehr gut. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Wohin? Da. Yeah. Ich habe sogar 10.000. Oh, müsste das sogar reichen? Ah, nee, nicht ganz. Scheiße. Das hat schon reicht für den ersten Kredit, aber leider nein. Hey, Momentchen mal. Wenn wir bereits eins bezahlt haben, wieso haben wir immer noch 10.000? Ah, nee, stimmt. Beim ersten Mal blieb es immer so. Oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ist das richtig oder ist das falsch? Oder ist das richtig falsch? Ja, hier können wir echt kaum wenden durch das blöde Auto. Wenn das Auto hier rechts nicht wäre, links, wäre es kein Problem, aber das Auto da.
Ungefähr so. Ich kann aber stehen bleiben, kommen noch alle anderen LKWs gut vorbei. Easy. Und wir sehen die Züge. Sehr easy. Ja, habe ich gerade Blick eingeschalten. Aus. Jutchen. Dann, das soll mit der Folge gewesen sein. Dann geht es erstmal weiter mit entweder mein Test oder ATS. Muss ich gucken, worauf ich Bock habe. Aber auf jeden Fall eins von beiden. Oder vielleicht wieder ein Special. Das wüsste ich jetzt noch nicht. Ja. Bis dann.